Zeitrisse. 5000-jährige Königsgräber von Dr. Dr. Gerhard Fenzmer. Gefunden in Kosmos. Handweiser für Naturfreunde. Heft 1, Januar 1929. Der Mensch neigt leicht dazu, Geschehnisse und Bräuche längst vergangener Zeiten nach den ihm geläufigen gegenwärtig herrschenden ethischen Begriffen zu beurteilen. Das hat bisweilen dazu geführt, dass man von längst dahin geschwundenen Kulturgemeinschaften falsche Vorstellungen gewann. Dass man Völker als barbarisch bezeichnete, weil die bei ihnen geübten Sitten und Gebräuche unseren eigenen sittlichen Voraussetzungen nicht entsprachen, ja wohl gar der herrschenden Meinung unsätzlich oder verwerflich erschienen. So hat man geglaubt, über die alten Bewohner Mexikos, die Azteken und Tolteken, den Stab brechen zu müssen, weil bei ihnen Menschenopfer eine alltägliche Kulthandlung darstellten. Als man sich dann aber in wachsendem Maße davon überzeugte, wie ausgeprägt das künstlerische Empfinden und Können der Altmexikaner entwickelt war, auf wie hoher Stufe überhaupt die aztekische Kultur stand, sah man sich einem Rätsel gegenüber und man fragte sich erstaunt, wie ist es möglich, dass ein Volk von so hoher kultureller Entwicklung an so barbarischen Bräuchen festhielt? Was für die Altmexikaner gilt, deren blühendes Reich unter der brutalen Faust der Konquistadoren vor noch nicht einem halben Jahrtausend in Trümmer sank, trifft in gleichem Maße auch für ein ungleich älteres Volk zu, dessen Spuren wir bis in die grauesten Vorzeiten menschlicher Kulturgeschichte zurückverfolgen können. Die Sumerer. Bereits vor Jahresfrist konnte hier über erstaunliche Ergebnisse der Ausgrabungen in der sumerischen Stadt Ur am Euphrat in Mesopotamien berichtet werden. Was seitdem von der gemeinsamen englisch-amerikanischen Ausgrabungsexpedition unter Leitung des verdienstvollen Londoner Forschers Leonard Woolley in der Stadt Abrahams in Chaldea ans Licht des Tages gefördert wurde, bedeutet kaum eine geringere archäologische Sensation als die bald nach dem Weltkriege erfolgte Aufdeckung des Tutanchamun-Grabes in Ägypten. Haben uns doch die jüngsten Funde im Zwischenstromland die Gewissheit gebracht, dass der Keim der altägyptischen Kultur und vielleicht die Urzelle jeglicher kulturellen Entwicklung des Menschengeschlechtes überhaupt nicht im Niltale, sondern in Mesopotamien, an den Ufern des Euphrat zu suchen ist. Und dass die alten Ägypter ihre hohe Zivilisation, die später so weitreichende Einflüsse auf die kulturelle Entwicklung der westlichen Länder gewinnen sollte, unmittelbar oder mittelbar von den Sumerern übernommen haben. Diese Ureinwohner des alten Babyloniens müssen aber nach den neuesten Entdeckungen mit großer Wahrscheinlichkeit als das älteste unserer Forschung zugängliche Kulturvolk der Erde überhaupt angesehen werden. Denn als das Nilland begann, das Barbarentum vorgeschichtlicher Zeiten abzuschütteln und sich emporzuentwickeln, war die sumerische Zivilisation schon uralt. Zahlenangaben sind bei so weit zurückliegenden Zeitabschnitten immer eine missliche Sache. Man wird mit Woolley aber kaum fehlgehen, wenn man die überraschenden Funde der jüngsten Zeit in der Stadt Ur auf etwa 3500 vor Christus ansetzt. Sie bestehen vor allem in der Aufdeckung einer Reihe sumerischer Königsgräber, die unser Wissen von der altbabylonischen Kultur und Kunst auf ganz neue Grundlagen gestellt haben.
bergen doch tiefe Gräber aus einer bis ins Dunkel vorgeschichtlicher Zeiten hineinreichenden Epoche beredte Zeugnisse für einen so hoch entwickelten Kunstsinn, dass der Beschauer es kaum glauben mag, diese erlesenen Werke seien von einem Volk gefertigt, das mehr als 5 Jahrtausende vor unserer Zeit lebte. Schon die Bauart der Grabkammern musste das höchste Erstaunen der Entdecker erregen. Dass sie aus Stein waren, konnte als Zeichen von größtem Luxus gedeutet werden, denn die verwendeten Steinblöcke mussten etwa 200 Kilometer weit herangeschafft werden. Noch überraschender aber war es, dass man in den Grabkammern Säulen und Bögen und über dem eigentlichen an der Seitenwand der Kammer gelegenen Königsgrab regelrechte Ziegelgewölbe vorfand. Bauformen also, die, wie man bisher geglaubt hatte, erst viel späteren Abschnitten der Baukunst entstammten. Bietet so schon die Bauweise der sumerischen Königsgräber genug Überraschungen, so noch mehr ihr Inhalt. Denn ein ungeahnter Reichtum wertvollster Opfergaben füllte die Grabkammern. Krüge aus Speckstein und Alabaster, aufeinander gestapelte Becher und Schalen aus Silber und Kupfer, schlanke, goldene Kelche mit Henkeln aus Lapislazuli, ein 60 cm langes silbernes Boot, ein Helm aus getriebenem Golde, Speere, Pfeile und Dolche, deren Griffe kunstvolle Verzierungen aus Silber und Gold trugen. Einige der vorgeschichtlichen Königsgräber waren schon von gierigen Händen beutelüsterner Abenteurer durchwühlt worden. Andere, so die Grabstätte der Königin Schubat, erwiesen sich als noch völlig unberührt und vermitteln uns so nach mehr als 5000 Jahren ein getreues Abbild vom Leben und den Bräuchen jener längst entschwundenen Tage. Einer einzigen Schatzkammer gleicht die letzte Ruhestätte der Königin. Nichts war zu kostbar gewesen, um den entseelten Leib der Herrscherin für den letzten Schlaf zu schmücken. Ein prächtiger, über und über mit Perlen von Achat, Lapislazuli, Karneol und Gold bestickter Mantel deckte den auf der Totenbahre liegenden Leichnam. Schöner aber als aller übrige Zierat, ein herrlicher, aus goldgetriebenen Bändern und Kränzen bestehender Kopfschmuck, den man der Toten ums Haupt gelegt hatte. Prächtige Blüten und Blätter, Ranken und Ringe zieren das mit Schnüren und Rosetten von Lapislazuli durchwirkte Meisterwerk der Goldschmiedekunst. Um sich von seiner ursprünglichen Wirkung eine recht anschauliche Vorstellung machen zu können, hat man einen Gipsabguss von einem sumerischen Schädel hergestellt, hat ihn mit Wachs bekleidet, mit den natürlichen Farben versehen, nach den Maßen des Kopfschmuckes eine Perücke dazu hergestellt und das Ergebnis ist jene lebensnahe Figur, wie sie unser Farbenbild auf dem Podcast-Cover wiedergibt. Indessen, nicht nur mit dem hohen Kunstsinn der alten Sumerer, machen uns die neu erschlossenen Königsgräber von Ur bekannt. Sie erzählen auch in beredter Sprache von den seltsamen Gebräuchen, die bei der Bestattung der Herrscher des Landes geübt wurden. Sowohl in der Grabkammer der Königin Schubat als auch in den Königsgräbern fand man eine große Zahl menschlicher Skelette und die genaue Untersuchung der Grabstätten konnte keinen Zweifel darüber belassen, dass es sich um die Überreste von Höflingen, Hofdamen, Dienern und Sklaven handelt, die bei den Begräbnisfeierlichkeiten geopfert wurden.
So fand man in einem der Königsgräber, einer etwa 10 zu 7 Meter großen Kammer, nicht weniger als 59 Geopferte, deren Gebeine, Waffen und Schmuckstücke vor dem eigentlichen Grabgewölbe des Königs lagern. Tänzerinnen mit goldenen Kränzen, Bändern und Ohrringen, Leibdiener des Königs mit silbernen Ketten und Dolchen, Soldaten der Palastwache mit Helmen und Lanzen aus Kupfer, Stiere, noch an die Deichsel der Büffelwagen geschirrt, waren ihrem Herrn in den Tod gefolgt. Um die Königin Schubad herum aber schliefen die Hofdamen mit ihrem Schmuck aus Edelsteinperlen, Stirnreifen und Spangen den letzten Schlaf. Und die Harfenspielerin, die im Leben so oft das Ohr der Herrin erfreut hatte, hielt noch im Tode die Hände über dem prachtvollen Instrument, das in einen goldgetriebenen Stierkopf auslief. Erschüttert steht man vor solchem Brauch, nur allzu geneigt, das, was unserem Empfinden unverständlich dünkt, als unmenschlich und barbarisch zu bezeichnen. Aber alle frühen Völker bedurften starker äußerer Reize, um die Gottheit zu erleben. Und so finden wir Menschenopfer als Kulthandlungen nicht nur bei den Sumerern, sondern auch bei zahlreichen übrigen Völkern. Ja, wahrscheinlich haben sogar alle anderen Kulturvölker zu Beginn ihrer Entwicklung das Menschenopfer in Anwendung gebracht. Bei den Sumerern war der König zugleich auch Gott. Und so mag es, wie man es auch von den Azteken her weiß, gar als hohe und nur den Auserwählten zuteil werdende, oft genug freiwillig übernommene Ehre gegolten haben, dem König, das heißt der Gottheit, in das andere Leben folgen zu dürfen. Hinzu kommt die für den ganzen babylonisch-ägyptischen Kulturkreis bezeichnete Auffassung von der schicksalhaften Gebundenheit des menschlichen Lebens. Jener Glaube, dass der Weg der Sterblichen auf der Erde nur den mühseligen und beschwerlichen Pfad zu einem besseren Dasein bedeute, das mit dem Tode beginne. So lässt sich der Sinn solcher uralten Opferbräuche, sucht man sie mit den Augen ihrer Zeit zu betrachten, immerhin erfassen. Und viel tragischer eigentlich als jener uns barbarisch erscheinende Brauch mutet die Überlegung an, dass alle menschliche Entwicklung als tiefsten Sinn immer schon den Keim des eigenen Unterganges zu bergen scheint. Dass alle noch so glänzenden Gipfelpunkte menschlicher Kultur mit unheimlicher, beinahe rechnerisch erfassbarer Sicherheit von tiefstem Verfall gefolgt werden. Wo sind die Völker geblieben, deren Werke Jahrtausende überdauerten und in nie wieder erreichter Meisterschaft noch heute das Erstaunen und die Bewunderung der Menschheit wachrufen? Die Nachfahren der alten Azteken verkommen als Schuhputzer und Bettler in den Gassen mexikanischer Städte. Die heutigen Bewohner Ägyptens und Griechenlands überraschen nicht mehr durch unsterbliche Werke der Kultur und Kunst von der trostlosen, entvölkerten Wüste des alten Zwischenstromlandes, der Wiege aller menschlichen Zivilisation, ganz zu schweigen. Auch unserer Kultur werden andere Kulturen folgen. Und so wie wir heute staunend vor dem Inhalt der 5 Jahrtausende alten sumerischen Königsgräber stehen, wird man dereinst vielleicht mit Kopfschütteln betrachten, was von uns und unseren Werken übrig blieb. Das Gerüst eines Wolkenkratzers, der Rumpf eines Kriegsschiffes, die Partitur einer Beethoven-Sonate, ein Fragment aus dem Faust.
das Rohr eines 40 Zentimeter Geschützes? Wer weiß es? Vielleicht aber werden die Menschen, die nach 5 Jahrtausenden diese Dinge kritisch mustern, sich dabei vor ebenso sonderbare Widersprüche gestellt finden wie wir, die wir uns heute darüber entsetzen, dass ein in seiner Kultur und Kunst so hochstehendes Volk zu Ehren seiner Gottkönige sogar Menschen schlachtete. Der im Text erwähnte Brite Leonard Woolley gilt als Vertreter der modernen Archäologie, bei der methodisch vorgegangen und alle Grabungsetappen und Funde genauestens dokumentiert werden. Der Konkurrent von Howard Carter, der 1922 im Tal der Könige das Grab von Tutanchamun entdeckt hatte, wurde vor allem durch seine Grabungen in Ur bekannt. Dazu gehörten eben auch die im vorgängigen Text erwähnten Königsgräber, die er zwischen 1926 und 1934 freilegte. Woolley hatte zuvor schon in Palästina und in der Türkei Grabungsexpeditionen mit Thomas Edward Lawrence, besser bekannt als Lawrence von Arabien, unternommen und wie dieser betätigte er sich neben den Ausgrabungen auch als Geheimagent im Dienste Großbritanniens. 1930 wurde die Ausgrabung in Ur von Agatha Christie besucht, die sich mit Theodor Woolley und seiner Gattin Catherine anfreundete und dort den Archäologen Max Mellowan kennenlernte. Die beiden heirateten noch im selben Jahr. Die exzentrischen Woolleys dienten der legendären Krimi-Autorin als Vorlage für das Forscher-Ehepaar Leitner in ihrem Roman Mord in Mesopotamien. Das Buch wurde im Rahmen der britischen Fernsehserie Agatha Christie's Poirot 2008 verfilmt. In der Rolle von Hercule Poirot, der großartige Schauspieler Sir David Suchet. Den Woolleys widmete Christie 1932 The 13 Problems. Die deutsche Ausgabe hieß Der Dienstagabendclub. Eine Sammlung von 13 Kurzgeschichten mit der charmanten Amateurdetektivin Miss Marple. Der Name der sumerischen Königin Shubat entsprang einer ersten Übersetzung. Spätere Forschungen interpretierten die Zeichen auf dem im Grab gefundenen Rollsiegel mit dem Namen Puabi, was für Königin und Herrin steht. Die Funde aus der Grabkammer der Puabi wurden aufgeteilt. Der rekonstruierte Kopfschmuck lässt sich etwa im britischen Museum bestaunen. Weitere Exponate sind im Penn Museum in Pennsylvania sowie im irakischen Nationalmuseum in Bagdad ausgestellt. Zeitrisse. 5000-jährige Königsgräber von Dr. Gerhard Fenzmer, gefunden in Kosmos, Handweiser für Naturfreunde, Heft 1, Januar 1929. Für den Zeitrisse-Podcast muss man nicht nach Mesopotamien reisen. Er lässt sich bequem von fast jedem Standpunkt der Erde aus streamen. Man findet ihn bei Apple Podcasts, Deezer, YouTube und vielen weiteren Portalen. Auf www.zeitrisse.ch steht übrigens ein Zelt, in dem Sie etwelche Spenden abgeben können, damit die Forscher der Zeitrisse auch in Zukunft ihrer literaturarchäologisch-akustischen Arbeit nachgehen können. Dankeschön.
stopp! Weshalb mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn man die Dinger auch für anderes gebrauchen kann? Zukünftig gibt's spektakuläres Kanonenfutter-Popcorn. Zutaten der Popcorn-Kanone siehe Einsatzplan auf www.kaffee-raffi.ch. Kaffee mit Doppel-F und Raffi mit PH.